Hallo Leute, mein Name ist Natalia. Willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. Gekonnt, gemusst, gedurft. Wann benutzt man diese Perfektformen? Und benutzt man sie überhaupt? Also, es gibt insgesamt 6 Modalverben. Können, dürfen, müssen, sollen, wollen und mögen. 6 Modalverben. Diese 6 Modalverben haben eine Infinitivform, eine Präteritumform und natürlich auch eine Perfektform. Jetzt siehst du auf dem Bildschirm alle 3 Formen von jedem Modalverb. Nehmen wir zum Beispiel das Verb können. Können, konnte, gekonnt. 3 Formen. Normalerweise benutzt man nur die erste und die zweite Form von Modalverben. Also Infinitiv können und die zweite Form konnte. Für Präsens und für die Vergangenheit, für Präteritum. Zum Beispiel, ich kann heute einkaufen gehen oder ich konnte gestern einkaufen gehen. Präsens, Präteritum. Zum Beispiel für eine andere Person, er will heute einkaufen gehen oder er wollte gestern einkaufen gehen. Er will, er wollte. Für die Vergangenheit verwenden wir die Modalverben fast nur im Präteritum. Hier ist das Schema. Modalverb plus Vollverb. Präteritum. Ich konnte gestern nicht vorbeikommen. Konnte vorbeikommen. Modalverb plus Vollverb. Oder ich musste gestern arbeiten. Musste, Modalverb plus Vollverb, arbeiten. Ich musste gestern arbeiten. Wenn man doch ein Modalverb im Perfekt verwenden möchte, dann gibt es eine andere Option. Also wir benutzen immer noch nicht die Form gemusst, gekonnt, gewollt. In diesem Fall verwenden wir das Verb haben plus Infinitiv, Infinitiv. Zum Beispiel, ich muss jetzt telefonieren. Präsens. Der gleiche Satz im Perfekt. Ich habe telefonieren müssen. Habe plus 2 Infinitive. Ich habe telefonieren müssen. Und hier ist zum Beispiel die Perfektform von telefonieren müssen. Ich habe telefonieren müssen. Du hast telefonieren müssen. Er hat telefonieren müssen. Wir haben telefonieren müssen. Ihr habt telefonieren müssen und sie haben telefonieren müssen. Telefonieren und müssen stehen immer im Infinitiv. Du musst nur das Verb haben konjugieren. Achtung, ganz wichtig, das Modalverb möchten hat keine Vergangenheitsform. Dieses Verb ist eine Form von dem Verb wollen. Möchten ist eine Höflichkeitsform von dem Verb wollen. Das heißt, wenn du im Präsens sagst, ich möchte einen Kaffee, kannst du nicht im Präteritum sagen, ich möchte einen Kaffee. Das geht nicht. In der Vergangenheit, im Präteritum, sagst du dann, ich wollte einen Kaffee. Nicht möchte dann, sondern wollte. Ich wollte einen Kaffee. Okay, also umgangssprachlich kann man theoretisch sagen, ich habe telefonieren gemusst. Diese Form klingt aber ein bisschen komisch, also das würde ich dir nicht empfehlen. Sage lieber, ich habe telefonieren müssen. Okay, jetzt sind wir zum Punkt gekommen, wo ich dir erkläre, wann du die dritte Form von einem Modalverb gebrauchen kannst. Und das kannst du dann benutzen, wenn dein Modalverb als Vollverb in einem Satz steht. Zum Beispiel, Anna muss zur Schule. In diesem Satz hast du nur ein Verb, müssen. Anna muss zur Schule, Präsens. Der gleiche Satz im Perfekt. Anna hat zur Schule gemusst. Anna hat zur Schule gemusst. Oder Präteritum, Anna musste zur Schule. Alle Formen sind möglich und alle Formen sind hundertprozentig korrekt. Zum Beispiel,
Konntest du früher gut Basketball spielen? Und deine Antwort ist, ich habe das nie gekonnt. In diesem Fall lässt du Basketballspielen weg und sagst einfach, ich habe das nie gekonnt. Okay, zusammenfassend kann man sagen, dass die Modalverben normalerweise nicht in der Form von Perfekt verwendet werden. Normalerweise machen wir es nicht. Die typischen Formen von Modalverben sind Präsens und Präteritum. Wenn ein Modalverb ein Vollverb ist, dann können wir auch haben plus Partizip 2 sagen. Habe gekonnt, habe gemusst, habe gewollt und so weiter. Schreibe ein Beispiel in die Kommentare, in dem das Modalverb ein Vollverb im Perfekt ist. So kannst du direkt dieses Thema üben und dir ein Beispiel überlegen, in dem du das Modalverb wirklich als ein Vollverb benutzen kannst. Viel Erfolg! Vergiss nicht, dieses Video zu liken, gib mir einen Daumen nach oben und natürlich abonniere meinen Kanal. Ich freue mich immer über eure Likes und Kommentare. Bleib dran, bleib fleißig und bis bald! Wir sehen uns in meinem nächsten Video, schon nächsten Sonntag.